Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Unboxing. Wir haben uns aus dem Hause Philips einen 40 Zoll Curved Monitor geholt, 4K Auflösung natürlich, und den packen wir jetzt gemeinsam aus. So, nachdem wir das gute Stück natürlich ausgepackt haben, muss man sagen, der Lieferumfang ist jetzt nicht ganz zu verachten. Wir haben immerhin, auch wenn ich mich natürlich frage, wer bei einem 4K-Monitor noch VGA nutzt, wir haben ein schön verpacktes VGA-Kabel dabei. Wir haben ein DisplayPort-Kabel dabei, was schon deutlich besser ist. Und natürlich ein klassisches HDMI-Kabel. Weiterhin natürlich ein Stromstecker, was tatsächlich kein ganz normaler Kaltgerätestecker ist, sondern der hat hier eine spezielle Passform, die der ein oder andere von einem Notebook auch kennt. Mein Notebook hat zum Beispiel auch so einen. Und zu guter Letzt haben wir hier in dieser Hülle neben einer Treiber-CD auch noch ein 3,5 mm Klinkenkabel, so dass man den Monitor einfach mit einem Klinkenkabel mit dem Soundausgang seines PCs verbinden kann oder mit dem Laptop. Ergibt allerdings tatsächlich nur Sinn, wenn man das VGA-Kabel nutzt, denn sowohl DisplayPort als auch HDMI übertragen ja bekanntlichermaßen den Ton mit. Somit kann man das sich eigentlich sparen. So, hier haben wir noch einen netten Zettel, wo Philips angibt, wie gut die Ausleuchtung über die gesamte Displayfläche ist. Da muss man wenig verwunderlich tatsächlich sagen, alle Messzonen werden mit 100% angegeben. Ob das in der Praxis tatsächlich der Fall ist, weiß ich nicht. Ich werde es auch nicht prüfen, es sei denn, es sind tatsächlich auffallende Unterschiede, sodass man Lichthöfe irgendwo am Rand des Displays hat oder dann wäre das vielleicht nochmal ein Blick wert. So, nun aber zu dem Bildschirm selber. Da ziehen wir hier nochmal die Haube einmal ab, damit man das gute Stück tatsächlich mal in seiner Gänze bewundern kann. Und man muss natürlich sagen, das ist schon irgendwie eine ganz schöne Mattscheibe. Und direkt natürlich fällt auch auf, wir haben hier eine glänzende Oberfläche, kein mattes Display. Und inwieweit das tatsächlich gut oder störend sein dürfte, werden wir in einem weiteren Test machen. Was allerdings direkt auffällt, und das ist auch schon beim Auspacken aufgefallen, sehr positiv, ist dieser Metallfuß. Ich räume das hier mal einmal zur Seite, damit man den ein bisschen besser sehen kann. Der ist wirklich sehr minimalistisch, sehr schmal, und es ist tatsächlich fast erstaunlich, dass der das so gut hält. Sieht aber insgesamt wirklich schick und wertig aus, einfach in diesem silbernen Finish, was sich so über den kompletten Monitor zieht und macht irgendwie einen stimmigen Gesamteindruck von dem Ganzen. Ja, so sieht die Rückseite aus. Und wir haben hier zu eurer Rechten einen USB-Hub verbaut, der USB 3.0 liefert. Wir haben hier unten dann daneben einen Audio-Eingang in Klinke und einen Kopfhörerausgang in Klinke, den VGA-Eingang, zweimal DisplayPort und zweimal HDMI, wobei einer davon MLH ist, was euch die Möglichkeit bietet, wenn ihr ein MLH-fähiges Handy habt, das direkt anzuschließen. Daneben haben wir dann hier unseren Kaltgerätestecker und auf eurer ganz linken Seite im Bild, da haben wir dann das Steuerkreuz, womit sich sämtliche Einstellungen des Monitors steuern lassen. Und natürlich lässt sich der Fuß abnehmen, wenn man hier unten die Klappe öffnet, und dann könnt ihr mittels der Weser-Halterung den Bildschirm einfach an den Monitorarm oder direkt an die Wand anschrauben. Das soll es an dieser Stelle tatsächlich auch mit dem Unboxing gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da und abonniert natürlich für jedes neue Video unseren Kanal und klickt natürlich auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video da ist. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Produkt oder anderen Produkten, die wir bereits vorgestellt haben, dann haut ihn natürlich immer unten in die Kommentare. Und wenn ihr ein Produkt habt, was ihr unbedingt getestet haben wollt oder vorgestellt haben wollt, dann schreibt uns das natürlich auch in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.